Hallo zusammen, 4:20, 16:20 Uhr. Wir starten in unser Live und das 10 Minuten eher als zunächst angekündigt, aber wir haben das ja nochmal ergänzt und verbessert. Und jetzt schaue ich mal, ob die Carmen schon verfügbar ist. Da ist sie. Upsasa, jetzt muss ich erstmal hier. Einladung ist raus. Jetzt muss ich das hier wieder wegmachen. So. Und dann schaue ich mal, ob wir auch einen schönen guten Tag zusammen, all denjenigen, die mir jetzt guten Tag gesagt haben, da ist die Carmen. Hallo Carmen, herzlich willkommen. Hallo. Und wir starten ja jetzt um 4:20, 16:20. Wir sind aber auch Hongs, das hätten wir natürlich locker auch selbst feststellen können. Insofern die erste Frage, die mir gestellt wurde oder uns gestellt wurde, die nehme ich jetzt mal vorweg, weil die kann ich nur in diesem Punkt beantworten. Das war nämlich die Frage, ob wir uns nicht eigentlich für den Murks, der da als Gesetz vorgelegt wurde, schämen. Und da sage ich mal, schämen tue ich mich dafür, dass ich nicht gleich an 16.20 Uhr fürs Insta-Live gedacht habe. Aber das Gesetz, egal ob man das jetzt Murks nennt oder nicht, ist nicht von uns. Und wir werden gleich noch mal ein bisschen was zum Gesetz und zum Entwicklungsprozess machen. Und deswegen schäme ich mich zumindest dafür erstmal nicht. Ich würde mich schämen, wenn wir es nicht besser hinkriegen, wenn wir es fertig haben. Aber das sozusagen, was jetzt vorliegt, da schämen wir uns nicht. Dann habe ich noch zwei Fragen. Die erste stelle ich dir. Kam mit der Bitte dazu, was zu sagen. Die zweite würde ich dann beantworten. Die erste Frage, das war fast zu erwarten. Und was ist mit Führerschein? Kam, dazu hätten wir sowieso was gesagt. Also dein Thema. Ich habe gerade gesehen, dass die Christine okay. Uns auch zuschaut. Vielleicht möchte Christine auch was sagen. Nein, also erstmal hallo. Schön, dass du auch da bist quasi. Ja, Führerschein. Also ich meine, wir haben uns da ja aus dem parlamentarischen Raum ziemlich übereinstimmend schon zu geäußert, dass wir erwarten, dass eine Regelung dazu kommt. Das, was jetzt bekannt ist, ist nicht das oder erfüllt nicht unseren Erwartungen. Und wir sind der Meinung, im Zweifel muss man das im parlamentarischen Verfahren regeln. Aber wer vielleicht gerade die Befragung der Bundesregierung verfolgt hat, der hat möglicherweise gesehen, wie einige aus dem parlamentarischen Raum, auch Volker Wissing heute gefragt haben, wie sieht es denn jetzt aus mit der Regelung? Und ich glaube, beim Herrn Wissing ist angekommen, jetzt nochmal sehr deutlich aus dem Parlament, dass wir uns da was anderes vorstellen. Und vielleicht, weil es ist ja noch in der Ressortabstimmung, ändert sich ja auf dem Weg hin ins Parlament genau. Jetzt doch noch. Das könnte bei dem Gesetz passieren oder natürlich bei jedem anderen Gesetz, das das Verkehrsministerium fröhlich macht. Denn, und das sage ich an dieser Stelle immer wieder, die Führerscheinfrage interessiert auch diejenigen, die jetzt schon legal Cannabis bekommen, nämlich die, die Patientinnen und Patienten sind. Das ist also nicht zwingend eine Entkriminalisierungs- oder Legalisierungsfrage. Ich sage aber für mich deutlich, Entkriminalisierung ohne beim Verkehrsrecht was zu tun, das wäre nicht wirklich zielführend, weil damit wird das Verkehrsrecht im Zweifel als ja, zweites Strafrecht weiter funktionieren. Das ist nicht Sinn der Sache. Die zweite Frage, da sage ich dann was zu, obwohl mir das wirklich schwerfällt, das ist nämlich die Frage, warum eigentlich drei blühende Pflanzen im Kalenderjahr? Also das Warum kann ich jetzt auch nicht so genau beantworten, weil ich habe es ja nicht gemacht. Was ich sagen kann ist, ich halte das, sagen wir mal, für nicht ganz zu Ende überlegt. Und vor dem Hintergrund, es geht uns um drei blühende Pflanzen. Es geht natürlich darum, auch abzugrenzen. Weder wollen wir, dass unendlich viel vernichtet werden muss und man dann immer irgendwie nachweisen muss, was man da vernichtet hat. Auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich auch nicht, dass man da alles im Keller lagern muss. Also insofern, es geht um drei blühende Pflanzen. Wir wollen eine vernünftige Versorgung im Eigenanbau. Und ich denke, Carmen, so viel können wir sagen. Wir werden sicherstellen, dass es eine vernünftige Versorgung im Eigenanbau dann auch geben kann. Sonst macht der Eigenanbau nämlich keinen Sinn. Und für Patientinnen und Patienten, da glaube ich sowieso, sind andere Wege eher sinnvolle und richtige Wege. Das nur vielleicht noch am Rande gesagt. So, jetzt haben wir die ersten beiden Fragen beantwortet, wie ich es versprochen habe. Das waren mit der allerersten, mit dem Schämen, sogar drei. Und damit steigen wir jetzt in das ein, was wir sozusagen uns vorgenommen haben. Und vielleicht als erster Schritt nochmal, weil das, was bei der ersten Frage war, und das, was immer wieder ankommt, ist, dass man deutlich merken kann, es ist nicht so ganz klar, wie so ein Gesetzgebungsprozess erfolgen kann. Und vielleicht müssen wir dazu nochmal deutlich was sagen. Dieser erste Entwurf, nein, der ist nicht mit uns zusammen gemacht worden. Aber das ist auch überhaupt nicht ungewöhnlich. Das ist nämlich bei jedem Gesetz so, dass das Ministerium, das den Aufschlag macht, den erstmal mit seinem Stab, mit seinen Beamtinnen und Beamten, ja, da können wir in den Raum reinrufen,
dürfen, was wir gerne hätten. Das heißt aber nicht, dass man das berücksichtigt. Machen wir auch, weil wir hinterher nochmal dran sind. Aber der erste Entwurf wird sozusagen immer im Ministerium, in diesem Fall aber besonders in mehreren Ministerien entwickelt. Denn wir haben hier zwar ein federführendes, aber sehr viele Teile, die zum Beispiel in anderen Ministerien, also ob das jetzt das Justizministerium oder das Verkehrsministerium gerade angesprochen oder in unserem Fall auch sehr häufig jetzt Ernährung und Landwirtschaft, was auch immer. Also da sind viele beteiligt, aber wer definitiv nicht entscheidungsfindend beteiligt ist, das sind wir Parlamentarier und Parlamentarier, denn unser Part kommt noch. Und da darfst du oder kannst du oder willst du vielleicht auch kam gleich nahtlos anknüpfen sozusagen. Ja, genau. Also vielleicht nochmal, ins Detail zu gehen, weil es ja auch irgendwie Verwirrung gab, jetzt auch übers letzte Wochenende, da will nochmal was geändert werden und dann geht das an die Länder. Auch das ist ganz normal. Also wir sind jetzt im ersten Stadium, das heißt, es gibt einen ersten Referentenentwurf, der in der internen Ressortabstimmung ist. Das heißt, die Ministerien haben aktuell eine Frist, bis zu der sie sich zurückmelden müssen, ob sie den Gesetzentwurf so gut finden oder ob sie noch Änderungen wollen. Wenn noch Änderungen gewünscht sind, dann arbeitet man die nochmal ein. So macht man das mit jedem Gesetzentwurf. Und dann geht es in die Länder- und Verbändeanhörung. Ich gehe zum Beispiel auch davon aus, dass der Deutsche Hanfverband zum Beispiel dann den Gesetz, also kann ich mir gut vorstellen, schauen wir mal, entscheidet ja das Ministerium, den Gesetzentwurf zugeschickt bekommt, aber auch jedes Bundesland. Und dann können die Stellung nehmen. Dann können die sagen, oh, finden wir besonders gut oder das finden wir besonders kritisch. Da kommt dann auch, brauchen wir Zäune um CSCs oder nicht. All diese Sachen können dann in diesen Stellungen damit eingebracht werden. Dann entscheidet das Ministerium nochmal, aufgrund der Rückmeldung machen wir vielleicht nochmal Änderungen am Gesetzentwurf. Und erst dann geht es ins Kabinett zu Olaf Scholz und den Ministerinnen und Ministern. Und dann das Kabinett gesagt hat, dieser Entwurf, der ist es jetzt, den wir als Bundesregierung vertreten wollen, dann wird er dort beschlossen und dann kommt er zu uns ins Parlament. Das heißt, das, was ihr jetzt seht, und ich, um ehrlich zu sein, muss auch sagen, es ist gut, dass ihr jetzt schon eure Anregungen, eure Kritik, euren Unmut äußert, weil all das beeinflusst den Gesetzgebungsprozess, genau, jetzt gerade geschafft. Und wenn wir das Ganze dann haben, geht übrigens das Ganze nochmal los. Auch wir hören nochmal an. Da entscheiden übrigens dann wir Parlamentarier, wer nochmal zur Anhörung gebeten wird. Und dann ändern wir womöglich nochmal, in aller Regel eigentlich nochmal ordentlich was. Aber es kann jetzt auch bis zum Kabinettsentwurf schon einiges geändert werden. Und weil ich gerade die Frage vorbei ablaufen bin, ist das Erste dann immer so ein Schrott. Also ich halte mich zurück mit der Beantwortung, ob das Schrott ist. Aber ja, der erste Entwurf ist immer einer, der noch massiv geändert wird, bis zum Kabinettsentwurf und dann nochmal bis zu 100, manchmal 150 Änderungen durch das Parlament erfährt. Das ist aber nicht eine Frage von Schrott, sondern dass hier einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen einfließen und wir es auch ernst nehmen, wenn wir Verbände anhören und nicht einfach sagen, wir hören euch jetzt an und jetzt machen wir am Ende doch das Gesetz, was wir vorgelegt haben. Also, das ist ein ganz normaler Prozess noch. Und deswegen gerne eure Änderungswünsche, gerne eure Vorstellungen, aber vielleicht nicht direkt an uns mit dem Hinweis, was hast du da für einen Scheiß gemacht? Wir haben noch nichts gemacht bei dem Gesetz. Wir versuchen, das zu verbessern. Und wenn das am Ende aus dem Parlament rauskommt und wir eine Entkriminalisierung hingekriegt haben, wo ihr immer noch alle sagt, das ist großer Mist, dann bitteschön, fragen wir nochmal, ob wir uns Schäden dafür kamen, aber da haben wir vielleicht auch was falsch gemacht. Also insofern, so ja, läuft es letztlich. Man muss vielleicht auch noch mal sagen, also großer Schrott und was denkt ihr euch und bla bla, im Sinne von überrascht mich doch, weil ich weiß nicht, wie es euch geht und ich habe das immer das Gefühl gehabt, ihr verfolgt das alle total intensiv. Der Gesetzentwurf, so zumindest wie ich ihn kenne, muss ich sagen, ist wirklich fast 1:1 eine Umsetzung der Eckpunkte. Also da konnte man schon sehr genau lesen und auch hören bei Pressekonferenzen, wie genau CSCs reguliert werden sollen, dass sie nach dem Vereinsrecht gehen. Also all diese Dinge. Deswegen muss ich jetzt sagen, kann ich natürlich in Teilen den Aufschrei verstehen. Wir haben auch schon häufiger darüber geredet, wie wir die Eckpunkte bewerten und wo wir vielleicht Dinge anders sehen würden. Aber eigentlich ist
quasi das, was die Bundesregierung jetzt in dieser ersten Phase vorgelegt hat, für mich persönlich jetzt wenig überraschend gewesen. Ja, bei manchen Fragen schon. Also diese Kalenderfrage habe ich in den Eckpunkten, weiß ich nicht, vielleicht habe ich sie auch übersehen, aber die habe ich dazu wirklich nicht gesehen. Nee, das war Kalender, das ist irgendwo. Die muss auf dem Weg, irgendwo, vielleicht hat da einer einen Kalender auf der Parkbank gefunden und das falsch verstanden. Egal, also auf jeden Fall. Genau. Es gibt schon ein paar Sachen, die merkwürdig sind, aber ein paar Sachen, die auch erwartet gekommen sind und zu denen wir uns auch bei den Eckpunkten schon mal geäußert haben. Deswegen wird euch einiges, was wir jetzt natürlich gerne noch zu der einen oder anderen Detailfrage, also Führerschein, haben wir gerade schon gesagt, sind wir uns eigentlich parlamentarisch einig, da muss was geschehen, das kann so nicht bleiben. Aber zu einigen Punkten werden wir jetzt zumindest noch mal zum Teil auch wahrscheinlich das wiederholen, was wir gesagt haben, was mit den Eckpunkten identisch ist. Ich will mal einen Punkt aufgreifen, der sozusagen auch immer wieder jetzt angesprochen wird, das ist die Frage der Abstandsregelungen. Also Kinder- und Jugendschutz, denke ich, sind wir uns alle einig, ist ein wichtiger Punkt. Ich bin übrigens sehr froh, dass auch was zu mehr Prävention und Aufklärung jetzt im Gesetz steht. Das habe ich in den Eckpunkten auch noch nicht so dezidiert gefunden, da ist schon ein bisschen besser geworden. Aber natürlich heißt Kinder- und Jugendschutz auch, wir müssen verhindern, dass Kinder und Jugendliche zu leicht daran kommen. So, und das ist ja gerade das, was im Moment nicht verhindert wird, weil kein Dealer will das verhindern. Warum auch? Ist ja möglicherweise künftiges Klientel sozusagen. Das wollen wir aber verhindern. Deswegen machen Abstandsregelungen durchaus Sinn. Weil wenn ich direkt vor der Schule angetriggert werde, dann ist das sicherlich nochmal ein anderes Gefühl. Aber sie machen, und Karim, ich denke, da sind wir uns einig, keinen Sinn, wenn sie am Ende den legalen Umgang und den legalen Konsum wieder, also ist ja eh auch jetzt nicht illegal, aber ich sage mal, das Legale mit dem Konsumprodukt rumzulaufen, wieder völlig unmöglich machen. Insofern sind sie sicherlich jetzt, da muss man nochmal nachrechnen, wie sinnvoll das ist. Also wenn wir wirklich an jedem Spielplatz 250 Meter Abstand halten, wenn wir wirklich das mit den Kitas und Schulen durchführen, dann kann man einige Städte sehen, da wird wahrscheinlich nichts gehen. Wäre mein persönlicher Tipp, insbesondere wenn die das mit den Kinderspielplätzen sehr gut aufgebaut haben. Insofern, da müssen wir sicherlich gucken. Das ist so ein Thema, das immer wieder angesprochen wird. Und das hängt auch so ein bisschen mit dem Konsumthema in Cannabis-Social-Clubs zurück. Ich habe da nie einen Hehl draus gemacht. Ich finde, Cannabis-Social-Clubs verdienen den Namen Social, weil man gemeinsam was macht. Und ich möchte nicht, dass wir demnächst wieder jeden dann irgendwo hinter einer Laterne eine Tüte ziehen sehen, sondern ich finde es schon okay, wenn man das gemeinsam machen kann. Und dazu gehören die Social Clubs für mich letztlich auch. Carmen, ich gebe dir jetzt aber, also sonst schwätze ich mich hier tot, stelle ich gerade fest. Ja, also ich glaube, das haben wir ja auch schon mal gesagt, dass der Konsum, da müssen wir drüber reden, ob man den nicht doch irgendwie ermöglichen kann. Ich habe auch gerade gesehen, so wie in Barcelona, die müssen ja nicht auffällig sein, die Clubs und so. Ja, genau darüber müssen wir reden. Also ich aus Innen- und Rechtsperspektive würde halt sagen, es muss so ausgestaltet sein, dass es eben so ein Club und auch eine Modellregion, das kommt dann ja als nächstes, eben dazu führt, dass der Schwarzmarkt unattraktiver wird. Und es kann nicht sein, dass quasi alle sagen, das ist mir jetzt so aufwendig, so einen Club zu gründen mit mehreren zusammen oder jetzt baue ich doch nicht an, weil ich weiß halt nicht, wie das funktioniert und es ist mir alles zu unsicher, weil ich nicht weiß, mache ich mich jetzt strafbar, mache ich mich nicht strafbar, wenn ich die Ernte im Keller lager und so. Also deswegen müssen wir dem schon quasi einen Praxis- und Realitätscheck unterziehen und sagen, unser Ziel ist es ja, den Schwarzmarkt auszutrocknen, trockenen Gesundheits- und Jugendschutz zu gewährleisten und wir müssen uns das nochmal ganz in Ruhe anschauen und sagen, ist je diese Regelung quasi auf die Goldwaage legen, führt die dazu, dass das passiert, ja oder nein? Was ich aber schon sagen möchte, es war von Anfang an klar, dass es nach dem deutschen Vereinsrecht laufen wird, die Cannabis Social Clubs. Und ich weiß nicht, ob jemand schon mal Mitglied ist in irgendeinem Verein, also da muss man einen Mitgliedsbeitrag zahlen, da hinterlegt man seine personenbezogenen Daten. Die Vereinsvorstandsmitglieder werden im Vereinsregister eingetragen beim Amtsgericht. Also das sind alles Dinge, die sind vollkommen normal, rechtlich gesehen. Um die wird man auch nicht rumkommen. Und das hat nichts mit Diskriminierung oder Verfolgung zu tun, sondern das ist einfach das Vereinswesen in Deutschland. Genau. Danke nochmal für die Klarstellung, weil auch das ist immer wieder, jetzt muss ich da meinen Namen angeben, ich will aber nicht so und so weiter. Das
dann können wir es nicht vernünftig regeln, weil CSC sind nun mal so geregelt. Und meines Wissens übrigens ist das bei den CSC in anderen Ländern durchaus nicht so anders, auch wenn die nicht unser Vereinsrecht haben. Auch da gibt es, glaube ich, Registrierungspflichten und Pflichten also für die Vorstände etc. pp. Das ist jetzt nicht irgendetwas, was man sich speziell für die Cannabis Social Clubs ausgedacht hat. Ich will aber nochmal deutlich machen, die Cannabis Social Clubs als eine Möglichkeit schon im ersten Schritt am Schwarzmarkt sozusagen was erreichen zu können, sind ausdrücklich ein Wunsch auch der SPD gewesen. Und deshalb müssen wir auch dafür sorgen, wenn wir diese Möglichkeit gängig machen wollen, dass sie auch existieren und aufgebaut werden können. Und genau das werden wir uns sehr genau angucken. Und da bin ich für sehr viele Hinweise schon sehr dankbar, die sehr deutlich machen, wo einfach massive Hürden liegen, die am Ende den Club komplett verhindern. Das genau wollen wir nicht, sondern wir wollen die Clubs möglich machen. Jetzt wird hier immer wieder diese Drei-Pflanzen-Geschichte, also zumindest bei mir, durchgejagt. Ich sage das deshalb nochmal. Wir wissen nicht, wo das Kalenderjahr herkommt. Uns ist aber klar, dass das mit dem Kalenderjahr keine so prickelnde Idee ist. Ich frage mich übrigens auch, wie man das dann überwachen will, wenn ich die auf dem Balkon habe. Es steht dann einer vor der Tür und sagt, das ist jetzt aber die vierte Pflanze, die anfängt zu blühen. Also nicht parallel, sondern im Nachgang. Kann. Also, ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich eine geschickte Nummer. Da muss man noch mal sehen. Aber die drei Pflanzen, wir hatten ja sogar, glaube ich, mal kamen bis fünf. Ne? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Genau. Und wir werden ja bei den. Ja, am Beschlusslage der Bundes-SPD. Ja, entschuldige. Das kann ich alles lesen. Das SPD. Also, insofern, bei uns werden sogar womöglich etwas mehr Pflanzen, wo wir gar nicht so eng gezogen werden. Also, hängt euch nicht am Kalenderjahr fest. Wir wissen nicht, wie es reingekommen ist, aber. Es wird so sein, dass es einen vernünftigen Eigenanbau auch möglich machen wird. Kam, was kommt bei dir sonst noch so an Fragen? Gibt es einen Punkt, der besonders brisant ist, den du immer wieder aufflackern siehst, sozusagen? Ja, heute ging es viel um Strafbarkeit und ist das dann quasi noch eine richtige Entkriminalisierung, weil der Entwurf, ging ja jetzt aus Screenshots rum, sieht vor, wenn man quasi 25,01 Gramm mit dabei hat, ist man wieder in einer Strafbarkeit. Ist das dann noch eine richtige Entkriminalisierung? Und ich sag mal so, auch ich habe Bauchschmerzen damit. Ich beschäftige mich ja vor allem eigentlich mit der Entkriminalisierung. Mein zweites größtes Entkriminalisierungsprojekt ist, den 218 aus dem Strafgesetzbuch zu bekommen. Deswegen habe ich zumindest mal eine große Sympathie darüber zu reden, brauchen wir hier überhaupt noch eine Strafbarkeit bei Eigenkonsum? Ja, also illegaler Handel, das wird alles strafbar sein müssen. Ja, aber das ist was, wo ich durchaus offen bin, darüber nachzudenken und eben auch mal in die anderen Länder zu schauen. Auch die europäischen Länder, wie machen die das eigentlich? Reicht das bei denen aus, wenn es eine Ordnungswidrigkeit ist oder so? Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, warum zur Hölle sollte ich mit mehr als 25 Gramm Cannabis rumlaufen? Ja, also das ist natürlich das andere, was man fragt. Die Frage ist, was ich mich frage, aber die Abschreckungswirkung vom Strafrecht, die wissen wir ja jetzt aus dem Cannabis-Markt und Konsum, die ist jetzt nicht so groß. Ist es wirklich notwendig? Darüber wird man aber auch unter Sicherheitsbedenken reden müssen, weil es gibt einfach eine Spanne, da wird der Schwarzmarkt noch nicht vorbei sein, ja, und es wird auch noch lange dauern, bis der nicht mehr existiert. Und es muss natürlich für die Sicherheitsbehörden auch eine Möglichkeit geben, zu unterscheiden. Ich persönlich glaube aber, dass der Konsument oder die Konsumentin nicht die Person sein sollte, im Zweifel, die einen zur Mafia führt, sondern ich glaube, es gibt auch andere Ermittlungsansätze. Also da zumindest von meiner Seite eine große Bereitschaft, drüber zu reden, was da sicherheitstechnisch die beste Möglichkeit genau, ist. Genau, das auch eine viel gefragte Geschichte neben Führerschein und jetzt im Moment die Frage Pflanzen und die Umzäunung und all diese strikten Vorschriften für die Cannabis Social Clubs. Und ich denke, wir haben jetzt an diesen Punkten schon deutlich gemacht, wir werden uns das alles nochmal sehr genau anschauen und wir werden auch praxistaugliche Regelungen versuchen zu finden. Auf der anderen Seite dürfen wir aber eben nicht vergessen, dass wir hier im ersten Schritt sind. Und das sage ich auch nochmal, weil immer noch ganz viele schreiben, ja, wenn ich mir das Gesetz angucke, ist ja die Legalisierung wohl komplett tot und vom Tisch. Nein, es ist der erste Schritt. Das ist eben leider nicht der Legalisierungsschritt. Das hätten wir uns ja alle gewünscht, dass wir mal sozusagen den Durchschlag machen und direkt den vollen Weg gehen. Übrigens auch da
wäre es ja nicht legal gewesen, einfach so zu handeln. Auch da hätte man noch Strafrechtsvorschriften gehabt. Und auch da waren immer Grammzahlen im öffentlichen Raum und so weiter schon im Gespräch. Das ist jetzt auch für die Entkriminalisierung nichts wirklich Neues an der Stelle. Aber es ist der erste Schritt. Feuchtsäule 2, die werden wir im Herbst sehen. Da geht es um Modellprojekte und Ähnliches. Aber unser Wunschziel ist immer noch, ich sage jetzt mal Säule 3, also Abschlusssäule, Legalisierung, Shops überall, also nicht überall, natürlich auch nach bestimmten Kriterien, und der wirklich legale Erwerb. Immer wieder kommt auch die Frage auf, wie sieht's denn aus? Also letztens habe ich mich mit jemand drüber unterhalten, weil ja auch die Samen, also 7 Samen darf man, ich glaube 7 waren es, ne? 7 Samen darf man erwerben oder so ähnlich und haben und so weiter und so fort. Wenn dann die eigenen Pflanzen Samen treiben, ob man dann sozusagen sich strafbar macht, wenn man da ja Samen hat. Nein, das wird natürlich nicht so sein, wenn man da in das Gesetz reinguckt. Da geht es um die Frage, wie viel man erwirbt und nicht, wie viel möglicherweise weiß nicht, an der Pflanze hängen, man darf die dann nur nicht weitergeben. Also das ist damit ein anderer Punkt. Aber sozusagen, die hat man ja nicht käuflich erworben oder irgendwo erstanden. Man darf sie halt nicht im Internet einfach mal fröhlich verteilen. Also manche Sachen werden auch zu eng interpretiert, was jetzt das Gesetz angeht. Aber manche Sachen sind auch ein bisschen kritisch. Von Patientinnen und Patienten gab es die Nachfrage, das will ich dann nochmal beantworten, was denn mit den Regelungen, Genehmigungsvorbehalt und Ähnliches wäre. Also da ist das Gesetz nun wirklich die falsche Nummer. Das werden wir hoffentlich schneller anpacken, und zwar mit anderen Gesetzen, weil die Frage Genehmigungsvorbehalt, die Frage ärztliche Therapiehoheit im Gesetz ist angetextet, wie das die Wirkung auf andere Gesetze weiter ist. Das musste sein, weil die Frage ist, ist es raus aus dem BTMG, die ist ja mit dem Gesetz beantwortet zumindest, kam, soweit ich das sehe. Das ist jetzt keine Frage mehr, aber damit musste das angedeutet werden, aber die gesetzlichen Regelungen zu Patientinnen und Patienten werden in anderen Gesetzen stattfinden. Da wird man nicht in diesem Gesetz eine Regelung zu finden. Das will ich nur an der Stelle klar machen. Das ist jetzt tatsächlich kein Unterlassen oder Böswilligkeit oder Murks, wie auch immer man das nennen will, sondern das ist tatsächlich so, dass wir da auch andere Regelungen zu finden wollen. Das nochmal ein paar Sachen von meiner Warte aus. Carmen, gibt es noch was, wo du sagst, das plackt immer wieder auf, dann müssen wir eine Antwort zu geben oder wollen wir auch eine Antwort zu geben? Ja, gerade hat jemand häufiger in Großbuchstaben geschrieben, ob man einen Verein gründen kann, wenn man vorbestraft ist. Also wenn man einen Verein gründet, dann wird das polizeiliche Führungszeugnis jetzt, glaube ich, nicht abgefragt. Deswegen würde ich jetzt erstmal ja sagen, aber natürlich Aussage ohne Gewähr. Das schien jetzt hier jemandem sehr unter den Nägeln zu brennen. Und wir haben natürlich auch eine Amnestieregelung, die damit enthalten ist. Also im Zweifel kann man auch noch ein bisschen warten. Dann hat man im Zweifel das Problem nicht. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das dazu führt, dass man keinen CSC also gründen kann. Die Gründereigenschaft ist ja sowieso nicht angetextet im Gesetz. Ich vermute allerdings, die Frage richtet sich eher darauf, ob man Vorstand des Vereins sein kann. Das könnte schon schwieriger sein, weil das ist im Gesetz zumindest im Moment klar adressiert, dass wenn man bestimmte Vorstrafen hat, man möglicherweise nicht als Vorstand sozusagen in dem Verein tätig sein kann. Zum Gründen schließen sich ja einfach 7 Leute oder weiß nicht wie viel zusammen. Ich glaube, 7 waren es bisher zumindest immer nach Vereinsrecht, dann geht das. Da wird das eigentlich gar nicht abgefragt, aber beim Vorstand möglicherweise schon. Da kann man auf die Amnestieregelungen verweisen. Ich bin häufig gefragt worden, weil wir das auch mal diskutiert haben. Ich glaube, Carmen, auch wir beide mal diskutiert haben. Es gibt ja in Amerika in einigen Bereichen sogar dieses gezielte Modell sozusagen resozialisiert oder Wiedergutmachung oder was auch immer zu erreichen, dadurch, dass man sogar einen Vorrang setzt bei denjenigen, die BTM strafen, also in Amerika heißt das dann nicht BTM, sondern was auch immer Strafen haben oder hatten, dass die möglicherweise sogar bevorzugt in bestimmte Positionen kommen. Sowas ist zurzeit nicht angedacht. Es gibt sogar klare Ausschlussregelungen. Wir werden uns das sicherlich nochmal anschauen müssen, aber die Gründung, da würde ich Carmen zustimmen, da sehe ich jetzt nicht das Problem. Die Frage, wer Vorstand macht und wer verantwortlich handelt für den Verein, da könnte es dann durchaus Unterschiede zu geben. Ja, und vielleicht sollten wir abschließend noch mal was zu Timeline und Bundesrat sagen. Auch das haben Sie jetzt sehr, sehr viele Menschen immer wieder hintereinander in den Chat geschrieben. Also wir haben ja schon ganz am Anfang dargestellt, wie der Gesetzgebungsprozess ist. In der Regel ist eine Länder- und Verbändebeteiligung so zwischen 4 und 6 Wochen. Wir wünschen uns, dass wir noch zumindest mal die erste Lesung vor der Sommerpause haben, also im Juli. Ob wir das Gesetz abschließen können vor der Sommerpause, wäre schön, aber glaube ich eher schwierig. Da reden wir eher über September. Genau. Also wenn ich mir die aktuellen Gesetzesläufe so angucke, dann
würde ich auch sagen, halte ich das zurzeit für relativ unwahrscheinlich. Unser Ziel ist, dass wir auch beim Ministerium, beim Kabinett, auch beim Kanzler immer wieder deutlich darauf hinwirken, dass wir vor der Sommerpause die Einbringung erleben, sodass wir es im September zum Abschluss bringen können, spätestens Anfang Oktober. Aber vor der Sommerpause das noch abzuschließen, das wäre schon, also das wäre schon eine ziemlich heiße Nummer, sage ich mal. Insofern kann ich mir das nicht wirklich vorstellen. Ich habe jetzt hier, bitte? Und Bundesrat? Willst du noch was zum Bundesrat sagen? Also das Vorhaben ist, dass das Gesetz so gemacht wird, dass es nicht zustimmungspflichtig ist. Das ändert aber nichts daran. Das wäre auch schwer unhöflich, dass der Bundesrat nicht Stellungnahme machen kann dazu und uns auch sagen kann, was aus seiner Sicht zu ändern wäre. Also wir gehen ja vernünftig auch mit unserer Länderkammer um, selbstverständlich, und das ist auch deren gutes Recht. Das heißt dann nur, dass wir die Änderungen, ähnlich wie wenn Expertinnen und Experten Änderungen uns liefern, beachten können, wenn sie sinnvoll aus unserer Sicht sind oder eben nicht, also integrieren können ins Gesetz oder eben nicht, und dass wir im Zweifel das Gesetz aber auch ohne die Zustimmung machen können und es auch ohne die Zustimmung in Kraft treten kann, nicht aber ohne, dass wir angehört und Stellungnahme ermöglicht haben. Das ginge tatsächlich nicht so ohne weiteres. Das könnte dann dazu führen, dass im Zweifel keine Unterschrift unter dem Gesetz landet und es nie veröffentlicht wird. Das wäre auch schlecht. Also insofern, oder? Habe ich mich jetzt falsch? Ja. Genau, und es war jetzt, hier kam irgendwie, ja, die Länder müssen ja die CSCs kontrollieren und so. Also zustimmungspflichtig ist es immer dann, wenn es in die Verwaltungs- und Organisationshoheit der Länder eingreift. Das ist jetzt nicht der Fall, also quasi, ne, also die Behörden müssen jetzt schon Vereine kontrollieren und so. Das löst jetzt keine Zustimmungspflichtigkeit aus. Man muss noch mal gucken, was an Änderungen kommt und so, aber das ist auf jeden Fall das Ziel, da kann ich nur genau das bestätigen. Und es könnte übrigens sogar das, was viele gerne hätten, also viele möchten ja gerne, dass der Bund die Aufgabe übernimmt, also die Lizenzen und die CSCs und die Zulassungsfragen und alles Mögliche, das könnte möglicherweise sogar problematisch werden für die Zustimmung, wenn mich nicht alles täuscht, weil wir damit den Ländern womöglich Kompetenzen entziehen. Das wäre ja ein Eingriff in die Hoheit, je nachdem, wie weit man das fasst. Das Zweite, aber was ich an der Stelle immer wieder sage, wir schaffen damit natürlich einen echten Flaschenhals, wenn wir sowas machen. Und wenn wir wirklich eine gute Entwicklung bei den CSC wollen und eine Behörde auf Bundesebene dann versucht, das zu handeln, also das könnte auch ein echtes Problem werden, abgesehen davon, dass sie die regionalen Besonderheiten vielleicht dann gar nicht berücksichtigen kann und kennt. Und wie gesagt, das könnte dann schon wieder möglicherweise ein Eingriff sein. Aber wir gucken uns das genau an. Unser Ziel ist auf jeden Fall, es nicht durchzuführen. Ich habe noch eine Frage gesehen, die brennt mir auch auf der Seele und das hat mich auch tatsächlich geärgert von den Aussagen her. Ich hoffe, die Aussagen sind letztlich so nicht getroffen worden, aber es gab immer wieder die Aussage, Edibles sind vom Tisch. Und da mache ich erstmal nochmal die grundsätzliche Erklärung. Vom Tisch ist alles erst, wenn wir es im Parlament nicht wieder auf den Tisch bringen. Weil was vom Tisch ist, entscheidet sich im Parlament. Und in dem, was wir am Ende aus dem Gesetz machen. Also vom Tisch kann gar nichts sein. Es ist vielleicht jetzt und es ist sicher jetzt nicht berücksichtigt in den Entwürfen und in dem, was uns vorgelegt wird. Heißt aber nicht, dass wir darüber nicht reden können und das dann am Ende nicht machen können. Punkt 1. Punkt 2. Ich persönlich bin nach wie vor der Ansicht, ja, man muss bei Edibles sicherlich deutlich Vorsicht walten lassen und es darf nicht in die Richtung gehen, dass es am Ende eine Aufforderung quasi an Kinder ist, das ist jetzt was Leckeres, das sieht toll aus, ist bunt und poppig, schiebt es euch mal in den Mund sozusagen. Aber es darf eben am Ende auch nicht so sein, dass wir alle nahezu dazu zwingen, den Weg übers Rauchen zu wählen. Auch das wäre gesundheitspolitisch nun wirklich ein Eigentor, was wir uns schießen würden. Vor dem Hintergrund, über Edibles müssen wir reden und wir müssen gucken, wie wir eine vernünftige Lösung dafür finden. Aber vom Tisch sind sie natürlich mit dieser Regelung nicht. Ist übrigens nichts, was nicht im Gesetz steht und auch nichts, was im Gesetz geregelt ist, weil am Ende entscheidet der Gesetzgeber, also das Parlament. Und da gibt es dann auch nochmal ein Verfahren zu, was vom Tisch ist und was auf den Tisch kommt. Genau. Und ich sag mal so, wo der Begriff Suchtcannabis herkommt, habe ich auch keine Ahnung. Also es gibt manchmal so Schöpfungen. Ich persönlich würde übrigens auch Genusscannabis nicht als zielführenden Begriff nehmen. Es ist schlicht Cannabis zum Konsum, weiß ich nicht. Gibt es Genussalkohol oder Genusszigaretten? Gibt es auch nicht. Ne? Also sind da Zigaretten, es ist halt Cannabis, es ist halt Alkohol. Also ich finde, wir müssen da gar keine Zusatzbegriffe machen. Wir haben einen Zusatzbegriff, der macht Sinn.
medizinisches Cannabis, ist Cannabis für medizinische Zwecke, so wie andere Arzneimittel auch. Da macht die Abgrenzung Sinn. Der Rest ist halt Cannabis, das ich zu welchen Zwecken auch immer verwende. Ich glaube, niemand verwendet das gezielt als Suchtcannabis. Und im Übrigen führt auch nicht Cannabisgenuss generell zur Sucht. Also das ist bei anderen Dingen auch so. Es ist natürlich ein Mittel, das durchaus Suchtgefahren birgt. Es ist nicht ungefährlich für niemanden letzten Endes. Und je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde, mehr oder weniger gefährlich, Cannabis zu nutzen, um aus bestimmten Situationen herauszukommen, ist häufig genauso wenig ratsam, wie dafür andere Mittel zu benutzen, weil das natürlich suchtgefährdend ist. Aber also ich finde so Zusatzbegriffe, wer den geprägt hat, kein Schimmer von uns war, glaube ich nicht. Also den habe ich auch das erste Mal gelesen. Also das Cannabis ein Suchtstoff ist, ja, das kenne ich schon, aber dass es Suchtcannabis gibt, das impliziert ja auch, es gibt noch anderes. Also weiß ich gar nicht, ist Nutzhanf dann suchtfreies Cannabis? Weiß ich gar nicht, aber es braucht auch keiner. Also schon, aber für andere Zwecke. Okay, so, jetzt, eine Frage, die auch aufkam, aber ich glaube, die beantwortet das Gesetz fast schon. Eigenanbau und CSC schließen sich natürlich nicht aus. Und es gab einige, die befürchtet haben, man kann nur entweder oder. Es gibt zwar die Regel, dass man nicht in mehreren CSC sein kann. Darüber wird man nochmal reden müssen, aus anderen Gründen. Aber Eigenanbau und CSC, oder siehst du das anders, Cannabis, Carmen. Super, klasse. Jetzt ja, habe ich wahrscheinlich mein Name ist Cannabis. Super. Ich weiß, Carmen Cannabis. Genau. Na, also dann machen wir auf gar keinen Fall. So, also siehst du das anders? Also Eigenanbau und CSC schließen sich auf jeden Fall nicht gegenseitig aus. Ich kann Mitglied sein und darf auch noch auf dem Balkon meine Pflanzen haben. Steht nicht im Gesetz, dass ich das ausschließe. Es steht nebeneinander, also alles gut. Man muss aber wirklich auch sagen, bei den CSCs, da soll man ja auch gemeinschaftlich anbauen. Das ist ja erstmal das erste Ziel. Das zweite Ziel ist das Soziale. Genau, und das schließt sich nicht aus. Vollkommen korrekt super gelesen. Immerhin konnte ich den Teil lesen. Da habe ich auch nicht dauernd Kokolores beantwortet. Ansonsten, das geht Carmen wahrscheinlich ähnlich wie mir. Ich kriege ganz viele sehr konstruktive Hinweise. Und dafür möchte ich an dieser Stelle mal ausdrücklich Danke sagen. Ich bin weder Experte für Cannabisanbau. Das scheinen manche anders zu sehen. Ich wurde auch schon gebeten, Hallen zu besichtigen, ob sie wohl in Frage kämen, kann ich gar nicht beurteilen, weil ich das mit den Lichtverhältnissen gar nicht kenne. Ich weiß insofern auch nicht, welche Ausbeute man wie wo erzielen kann. Aber es ist hilfreich, das zu machen. Und ich kann, denke ich, das ist auch bei Carmen so sagen, wir unterhalten uns auch mit den Leuten, die es sozusagen ganz praktisch umsetzen wollen oder können. Das ist im medizinischen Bereich wichtig, das ist aber natürlich auch in diesem Bereich wichtig. Also danke für solche Hinweise, weil konstruktive Mitarbeit an dem Gesetz werden wir auf jeden Fall brauchen und konstruktive Zuarbeit. Wir maßen uns gar nicht an, da zu wissen, was alles geht und nicht geht. Und bei manchen Dingen erfahre ich auch immer wieder Neues und bin dann ganz verblüfft, was es so alles gibt und worüber man so alles reden muss. Also bitte gerne ansprechen. Und ja, wir müssen auch noch mal schauen, wie wir sicherstellen, weil im Moment läuft da tatsächlich in einigen Bundesländern, kam übrigens intensiver als in anderen, auch viel, was die CBD Händlerinnen und Händler noch mal ein anderes Thema angeht. Auch an der Stelle müssen wir sicherlich noch mal gucken, wie wir sicherstellen, dass wir auch da für Verbesserungen, für mehr Klarheit und für einfach einen vernünftigen Umgang mit legalem an der Stelle dann tatsächlich Handel Sorge tragen können. Denn die geraten nun im Moment teilweise einfach ins Visier, weil auch die anderen Sachen nicht geregelt sind. Also insofern finde ich auch, das müssen wir uns bei der ersten Säule auch nochmal angucken. Es sind Hinweise zu Nutzhanf, es sind Hinweise zu CBD drin, aber ob das schon reicht, das kann ich jetzt auch noch nicht so ohne weiteres sagen. Wir werden das weiter beobachten. Wir werden aber ganz sicher in den nächsten Wochen 2, vielleicht auch 3 weitere Entwürfe sehen, die jeweils Veränderungen enthalten. Da würde ich fast, das würde ich fast garantieren wollen sozusagen. Und dann werden wir jeweils nochmal diskutieren, was an Veränderungen da bleibt. Und es wäre schön, wenn all diejenigen, die jetzt schon sich konstruktiv beteiligen, auch bei künftigen Leaks oder wenn das Ganze übrigens ganz offiziell an die Verbände gegangen ist, dann wird es auch ganz offiziell irgendwo zu finden sein. Oder wenn es offiziell unterwegs ist, wenn all die konstruktiv mitarbeiten, das wirklich nutzen, sich gerne Zeile für Zeile angucken und uns Hinweise geben, an welchen Stellen aus Sicht derjenigen, die in der Praxis wissen, glauben zu wissen, vielleicht manchmal auch nicht besser wissen als wir, aber es glauben zu wissen, wo man ansetzen könnte, uns gerne Hinweise geben. Dafür sind wir offen. Und
manchmal seinen Frust bei uns ablassen, ist auch okay. Also insofern, wenn es nicht zu schlimm wird, dann halten wir das zur Not aus. So, jetzt weiß ich nicht, gibt es noch eine Frage, die wir noch drängendst beantworten müssen? Ich glaube, Fristen. Nee. Glaube nicht. Jemand hat geschrieben, ich sehe müde aus. Richtig, ich bin tatsächlich ein bisschen müde und irgendwer hat geschrieben, nach so einem Insta-Live müsst ihr doch alle total fertig sein. Mir macht es Spaß, um das vielleicht auch zu sagen, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir das machen. Ja. Genau. Und ja, da laufen schon noch ein paar Fragen durch, aber um ehrlich zu sein, sind wir so früh im Prozess und auch wir beide müssen uns ja bei der einen oder anderen Sache auch nochmal auf den Hosenboden setzen und quasi in die detaillierte Diskussion gehen, dass ich sagen würde, wir haben eigentlich die großen Fragen und Linien jetzt eigentlich beantwortet. Jetzt habe ich gerade nur eine Frage, die muss ich nochmal aufgreifen. In keinem normalen Verein ist Bier verboten, aber in Cannabis-Social-Clubs, also Vereinen, soll dann Cannabis verboten sein. Also erstens gibt es durchaus Vereine, in denen Bier verboten ist. Da bin ich vorsichtig mit der Aussage. Es gibt übrigens auch Vereine, die sich gezielt bilden, weil sie nicht für Alkohol sind. Man kann sich ja zu jedem Zweck als Verein bilden. Aber dazu hatten wir schon was gesagt, mit dem Konsumverbot in den CSC sind wir sowieso nicht ganz glücklich. Also insofern, da wird sicherlich auch noch was passieren. Und ich bin super froh, dass kein Mensch auf jeden Fall auf die Idee kommt, etwas zu meinem müde Aussehen zu sagen. Offensichtlich halte ich mich auch bei solchen Sachen fit. Wobei ich heute eine unserer Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, ich sage mal nicht welche, getroffen habe, die sehr sportlich unterwegs war und gleich kritisch angemerkt hat, dass ich gar nicht so sportlich aussehe. Das stimmt, ich bin auch nicht ganz so sportlich unterwegs, aber das kriegen wir dann anderweitig noch in den Griff. Jetzt muss ich erst mal sehen, vielleicht trainieren gehe. Okay. Dann würde ich sagen, wir hören auf an dieser Stelle, was euch nicht daran hindern muss, uns Fragen zu stellen. Ich hoffe, es hat ein bisschen zur Aufklärung, auch zum Prozess nochmal beigetragen. Und wir sind zuversichtlich, wir beide, wir werden die Entkriminalisierung in einer vernünftigen Form in diesem Jahr über die Hürde heben und idealerweise auch noch erleben, dass alles in diesem Jahr gültig wird. Das mit der Sommerpause haben wir vorhin schon angesprochen. Kam, herzlichen Dank. Und hinlegen können wir uns nicht, denn jetzt geht es im Plenum, ein paar namentliche Abstimmungen stehen noch an. Also insofern danke euch allen, die ihr zugeschaut habt. Danke für die vielen Hinweise. Das Ding hier wird wie immer abgespeichert. Ihr könnt es also nachsehen. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Insta-Live. Tschüss zusammen. So, jetzt muss ich das hier. Ups.